Also Sina ist Anfang 30, sie ist Journalistin und schon seit vielen Jahren in einer Beziehung mit Milo. Und die beiden wünschen sich ein Kind. Also naja, Milo wünscht sich ein Kind, Sina ist sich da nicht so ganz sicher. So ganz genau kann sie das gar nicht sagen. Sie ist einfach jemand, der daran zweifelt, ob sie wirklich Mutter sein will, ob sie eine gute Mutter wäre, ob sie ein Kind braucht, um glücklich zu sein, oder ob sie nicht vielleicht viel zufriedener wäre, wenn sie immer nur zu zweit bleiben würde mit Milo. Und naja, dann führt sie irgendwann ein Interview mit Eva Lohaus. Eva ist eigentlich Lehrerin, sie hat aber einen Artikel geschrieben, in dem sie fordert, dass die Menschheit aufhört, sich fortzupflanzen. Sie sagt, wir können das Klima nur retten, wenn wir nicht immer mehr Menschen werden, die für immer mehr CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Es gibt noch Mona, das ist Sinas Schwester. Sie hat bereits 3 Kinder und seit einiger Zeit schläft sie nicht mehr so gut. Ja, das Klima auch. Aber wer denkt schon immer nur ans Klima? Ich kann ja noch mal was vorlesen. Mein Vater erzählte mir früher immer dieses Rätsel. Kommt ein Pferd in die Kneipe, geht die Wand hoch, die Decke entlang, die Wand wieder runter, bestellt sich ein Bier. Trinkt das Bier, geht die Wand wieder hoch, über die Decke zurück, die Wand wieder runter und raus. Wer bezahlt das Bier? Stundenlang lagen wir zusammen auf dem Sofa in seiner Wohnung, aßen Haribo Colorado, er die Lakritz-Sandwiches, ich den Rest, und ich riet. Gehört dem Pferd die Kneipe. Prellt es die Zeche. Lässt es anschreiben. Ist der Wirt so durcheinander von der Kletterei, dass er kein Geld verlangt? Nein, sagte mein Vater immer nur, nein. Er roch nach Dusch das Noir und Zigaretten und auf seinen Lippen lag ein wissendes Lächeln. Erzähl es mir nochmal, sagte ich nach einer Weile des erfolglosen Ratens, und dann erzählte er es nochmal im selben Wortlaut und ich hörte ganz genau zu, um endlich die entscheidende Information zu finden. Es gibt gar keine Lösung, oder? Jedes Mal kam ich irgendwann zu diesem Schluss und konfrontierte meinen Vater damit, aber er beharrte. Doch, es gibt eine.